Cola. Hallo Angelo. Ja. Ja, passt alles eingestellt. Katsune dabei, ich träume. Ja, Katsune ist heute dabei. Hase Auto. The Goat. Im schönen Alpha Tauri. Stinktier. Bin gerade am überlegen, ob wir kurzes oder komplettes Quali fahren. Hab ich gar nicht drauf geachtet jetzt. Wochenendstruktur. Wir fahren komplettes, ui. Ja gut. Schade an den 16. der dann rausfliegt. So, alles an. Katsune ist schon auf seiner Runde. Schauen wir dir recht zu. Kein Druck auf den Mann machen. Also ich hab zwei Predictions, ja, wer jetzt rausfliegen könnte. In Q1. Aber ich sag dir noch nicht. Go Katsune. Go, go Katsune. Sieht nicht schlecht aus. Nee, sieht echt nicht schlecht aus, was Katsune da fährt. Ist nicht schnell, aber es war sauber zumindest. Oh, Demi hat 5 Plätze bekommen. Mit der Venom der oder nach. Nee, Venom steht da in der Wand und hat kein Flügel mehr. Und Demi hat 5 Plätze bekommen. Ja. Gut. Das ist mein Chef Golos, Junge, ich glaub an dich. Und Mirko hat in der Box aufgegeben. Ah ja, der hat eine Quali-Sperre eventuell. Das war eine gerade gar nicht vom letzten Rennen. Eventuell. Keine Ahnung. Ich sag heute 4 SC. Heute 4 Safety Cars. Ja, Digga, hätte ich keinen Bock drauf. Um 21 Uhr kommt ja noch Formel 1. Wobei, das ist so Wurst heute. Also wenn das so läuft. Das schlimmste Rennen. Also wenn das so läuft wie gestern das Sprintrennen, Digga, dann wird das heute das langweiligste Rennen der Saison, glaube ich. Ich finde Singapur gar nicht schwierig zu fahren oder so. Und ja, ich habe mich zweimal DNF gehauen. Ich weiß. Aber ich finde die nicht schwierig zu fahren. Deshalb. Ist nur ein bisschen. Man muss schauen, wo man fightet. Oh ja, 5. Katsune, du bist in Q2. Ja. Und nicht der Letztplatzierte. Warum kommentierst du alleine heute? Wie Q2? Ich mache NH-Party junge Gesicht mit Freudentränen.
Ja, ich kommentiere alleine, weil Phoenix heute. Naja. Und ja, Katsune, du bist wirklich in Q2. Mirko hat schon aufgegeben, hat keine Zeit, der wird als Letzter starten. Jo. Ja, eigentlich können die Fahrer, die jetzt alle eine Zeit haben, eigentlich auch aufgeben. Damit wir uns ein bisschen Zeit sparen. War meine Runde wenigstens okay? Ja, also deine Runde sah ordentlich aus, Kasune. Also war ich nicht Top. besonders schnell, aber die war sauber. Danke euch. Danke zurück. Pony. Ja, jetzt in Q1 gibt es gerade nicht so viel zu kommentieren, weil, ja, das ist ja durch, wer jetzt rausfliegt und wer nicht eigentlich. Außer da haut sich noch einer raus. Egal, kann ich das ILMS-Rennen ein bisschen weiter schauen. Wie war dein Tag? mein Tag war ganz entspannt heute. Bisschen Motorsport geschaut, bisschen gesockt und das war's eigentlich. Und am meisten freue ich mich immer abends Liga 3 zu kommentieren. Wie läuft es mit Frauen? Boah, lass mal das Frauenthema in Ruhe, Digga. Gar nicht gut. So, jeder hat eine Runde. Stinkt hier. Jetzt könnt ihr. Anzido, was hast du die ganze Zeit mit deinem Stinktier?
Wo kommt das her? Das ist sein Slogan geworden. Ja, ich merk schon, ey. Ist das so wie bei mir mit Hase Auto oder was? Der Name ist zu geil, einfach Stinktier. Ja, okay. Ja, jeder braucht ja irgendwie ein Erkennungsmerkmal. Oder irgendwie ein, irgendwie irgendwas so. Wie nennt man das? Ja, Erkennungsmerkmal. Und das Tier auch. Stinktier. Ich finde, wenn die Stimme da vorliest, ja, kann man auch verstehen, stinkt hier. Kann man dann auch verstehen. So, Q1, durch. Geht doch. Ah, ich wollte schon sagen. Einfach in der Schule so genannt. Spaß sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich mach den Alpha glücklich. Ja, Kasune, mach den Alpha glücklich. Mirko hat ja, ja. Ja, ich hab ja deinen Alpha gestern leider, ja. Alpha traurig gemacht. Alles geskriptet. Ey, Kasune in Q2, ey, in Singapur. Geil. Hätt mich doch nicht zu Heulendes Gesicht. Nein, alles habe gut, aber. Ich habe spontan entschieden mitzufahren, hatte kein Training. Okay. Wieso? Ja. Kann man auch machen. Gut, am Freitag bin ich auch ohne Training gefahren. Gestern auch, also. Meiner Meinung nach bringt Training in den Game momentan nicht so viel. Deutschland. Gerade überlegen. Ja, egal. Wir sind im Lidl. Wir sind im Lidl. Ja, mein Handy die ganze Zeit, das nervt. Geht doch besser. Kennst du das Meme nicht? Gesicht mit Freudentränen. Ach so, das meinst du? Ja, natürlich kenne ich das, Digga. Legende. Legende, Digga. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, da fehlt doch noch so ein bisschen was. Wir sind im Lidl, keiner kann dir was sagen. Oh no, Kasune hat sich ungültig gemacht. Nein. Stinktier. Stinktier.
Frau, mittelhelle Hautfarbe, Bart. Mittelhelle Hautfarbe, Bart, okay. Machen die da. So, mal schauen. Was fährt Ray Lewis? 29,8. Wieso? 30,8? Und heute kann ja sogar Ferrari schon den Konstrukteurstitel gewinnen, wenn Red Bull nicht 30, was für 30, 12 Punkte mehr holt, 12? 12, glaube ich, waren das. Ich schaue noch mal nach. Okay, das lädt nicht. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall irgendwie so. Oder 8 habe keine richtige Antwort bekommen, Gesicht mit Freudentränen. Okay, oder 8, ja. Also wenn die da ewig, sagen wir, quasi nicht gewinnen, dann ist das Ding over. Fahre nochmal mit den Alten raus. Okay, hast du keine Reifen mehr, Gasuno, oder warum? Wobei bei 9 Minuten. Ah, da wird Marvin 3 jetzt raus. Was fährt Jojo? Schauen wir mal. Kazune der Goat fährt also mit. Ja. Kazune fährt wirklich mit. Und der ist in Q2 gekommen. Dafür, dass er das erste Mal so heute wirklich fährt, so. Stinktier. Ui. 29,6 von Jojo. Ja. Geht eigentlich sogar noch. Oh, Marvin hat sich ungültig gemacht. Hier mit Standard-Setup fahren. Ja, gut, 29,6 ist jetzt auch nicht super schnell. Ist schon. Egal, ich bin nicht mal zu einer Zeit gefahren, WTF. Imagine Standard-Setup. Ja, ich glaube, in Liga 3 kann man auch mal mit Standard-Setup fahren. Ich glaube, da ist nicht das Problem. Bei mir 1 Minute und 28,3 Sekunden PB. Ja. Thank you.
Habe es in L2 End hingekriegt, haha. Oh, 30-1-7. 31-7, so rum. Schafft Kasune vielleicht sogar Q3? Mal schauen, was Flo fahren kann. Weiß man schon, ob Marvin und manche andere L2 kommen? Ja. Ist egal. Aber es ist halt für diese Saison jetzt erstmal, also für diese Saison jetzt hat das keine Auswirkung für die nächste Saison. Ist halt. Mal schauen. Mal auf Podium stehen. Mal schauen, wer dann hoch muss und wer nicht. Ich glaube gerade, dass... Okay, nach zum Null auf die 3. So, jetzt muss Marvin aber auch seine Runde hinbekommen. Wie findest du das Grid für L2 nächste Saison? Grid L2 nächste Saison? Mega spannend auf jeden Fall. Ja, ich glaube, da werden einige coole Fights entstehen. Und das wird halt mega spannend im Qualifying. Wer kommentiert denn hier? Familie. Gers ist Familie. Ich kommentiere. Alleine heute. Mit AI-Stimme.
Oh, Marvin hat seine Runde hinbekommen. Ja, ich glaube, der ist halt locker gefahren. Seine Freude. Stark, wer ist WM-Favorit? WM-Favorit ist Marvin 3.11. Und am Fighten mit dem hier. Wie geht's Melina? Leicht lächelndes Gesicht. Puh, Mirko, ich weiß nicht, wie es Melina geht, Digga. Wenn Jo ernst macht, holt er das. Also, ich glaub. Kannst ja mal fragen, Mirko. Sich vor Lachen auf dem Boden. Wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen sich. Vor Lachen auf dem Boden, wälzen sich vor Lachen auf dem Boden, wälzen. Wer nur wieder gekostet Zigarette? Gekostet. Ja, weiß ich nicht. Schreib einfach mal, Digga. Oh. Weiterfahren darf in Q3. Wird den Nevio verbessern? Nein. Der bleibt auf Platz 14, ist damit auch mal raus. Wer kommt da? Guter Sektor 1 von Flo. Und Kasune geht erstmal auf die 10. Mal schauen. Ist gefährlich, der Platz. Brun ist zu langsam. Der fährt auch direkt in die Box. Nico ist ungültig. Oha, Digga. Kasune hat eine Chance. Flo verbessert sich nicht und Wemmen auch nicht. Kasune ist in Q3. Ja. Alles klar. Was mache ich hier? Kasune vor dem Win. Ich glaube, da müssen sich Manzefahrer ernsthafte Gedanken mal machen. Mittel, aber erstmal habe das Spiel ja seit gestern. Ja, ist ja egal, also hier fahrt glaube ich schon. Zu einer Scheißrunde irgendwie eine halbe Sekunde liegen gelassen. Jetzt kommt die Pole. 1 Sekunde von Vio. Also Bruder. Aber das ist einfach keine gute Runde. LLL-Katsune-LL und? Oha. Lass mich doch. Ich mache nur Spaß, hey? Habe auch eine halbe Sekunde liegen gelassen. Pipi, Mann. Ah, ja, die Tech ist auch da. Thank you.
Kann man denn Timotin? Nö. Nee. Stinktier. Ah, du mit deinem Stinktier. So, wer holt sich jetzt hier die Pole? In L3. Kazune hat Sachen vor mit seinen Mediums. Totenkopf, Küchenrolle, Klauengesicht, grinsendes Gesicht mit Hörnern, heulendes Gesicht, rotes Herz, Heft, Pflaster, Daumen, hoch sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Okay. Habe nur noch eins Soft. Ja, okay, dann. Boah, Alter. So. Habe noch drei Soft. Jo. Noch drei? Okay. So, schauen wir mal bei Niklas ein bisschen zu. Ups. So. Was kann Niklas hier jetzt fahren? Er fährt erstmal 29,9. Marvin ist ungültig. Das ist schlecht. So, was kann der mir fahren? Der mir fährt eine... Oh, 30,0 nur. Ray Lewis, 29,9. Ui, Nachtzunudel, 29,7. Jojo, 29,6. Kazuno ungültig. Linux bricht die Runde ab. Schauen wir mal hier so. Zu. Thank you.
Okay, er bricht seine Runde auch ab. Beziehungsweise hat eine gefahren. Trim. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Gelegentlich ist der recht wieder rausgefahren. Waren benutzte Soft bei mir. Ah, waren benutzte, ja. Okay. Was reicht? Boah, Linux, aufpassen da. Junge, was klopfst du in einer halbe Stunde auf deiner Dose? Ja, normal. Das ist meine Rockstar-Dose. Hab's schon wieder eigentlich fast nicht geschlafen. Regen im Rennen frech. Ja, Regen. Stimmt. Es soll im Rennen regnen. Red Bull auf 1, was für Rockstar. Ja, Red Bull war hier ein Angebot. Am liebsten trinke ich auch Red Bull eigentlich. So. Monster besser. Na, ich trinke, also von Rating her würde ich sagen, momentan Red Bull auf 1. Monster. Plus 111.111 Familie. Schaust du Fußball? Ja, ich schau Fußball. Meinung zu Demir. Demir ist ein guter Fahrer, strengt sich auf jeden Fall sehr gut an, macht in letzter Zeit aber zu viele Fehler. Kommt irgendwie mit dem WM-Druck nicht so zurecht. WM Prediction L3 und Rennergebnis.
WM Prediction. Ja, ich denke mal. Brun in die Top-Taste 10. Boah, Brun in die Top 10. Ich glaube, wenn er das Auto heilen lässt, dann hat er gute Chancen. WM Prediction ist Marvin 311. Holt das Ding, denke ich. Rennergebnis würde ich sagen. Jojo auf die 1. Dann Nazo-Nudel. Und dann kommt Marvin 3 eventuell. Ja, es ist ein risky Call. Aber irgendwie habe ich heute so ein Gefühl. Schauen wir mal, wer ist denn jetzt vorne? Ah, Marvin. Mal schauen, Marvin fährt. Oh, Relu ist erstmal. Auf die 1 mit einer 29,1 und Marvin erst mit einer 28,8. Was fährt Demir? Demir fährt nur eine 29,4. Nazo-Nudel auch noch davor und Jojo auch. Niklas bleibt auf der 7. Toxic fährt nicht mehr und Kasune jetzt noch. Kasune noch vor Linux. Der war gerade noch 2 Pence. Ja. Da war auf jeden Fall noch, haben sich einige noch ziemlich verbessert. Ich habe Melina mitgebracht. Ich habe Melina mitgebracht. Nein. Weg mit der. Weg. Einfach nur weg damit. Kurve 1, 2 Zehntel verloren. Schau mal auf Twitch in deinen Chat. Ja, ich schau da rein. Für Fortnite. Manny und Diego auch. Ich sehe das, Nebio. Digga. Nächste Seeasom bin ich Stammfahrer. Schön. Oh, trocken. Delay auf Dö 1. Delay. WV muss man mitnehmen. Pfoten weg von Justin Claude. Digga. Wie viel muss man mitnehmen? Ich würde mitnehmen an Benzin 0,5.
5 Runden mehr. 0,5 würde ich mehr mitnehmen. Habe 57,3 Kilogramm. Gut. Mach minus kommt ESC. Katsune 07 mehr. Vertraue dir mal. Na ehrlich. Knock up. Du musst 60 Kilogramm mitnehmen, sonst wird Rang am Tank de leer. Okay, danke. Edgasser unterstrich Iuso Polana. Paulan. Stinktier. So, schauen wir uns mal die Reifen an. Okay, alle vorne mit harten, außer hier Louis, der startet mit Mediums. Versuche auch mit Mediums. Wenigstens. Demir hat die Runde im Quali, glaube ich, nicht zusammenbekommen und hatte noch 5 Plätze durch Q1 bekommen. Also der Startplatz Strafe. Stinktier, Stinktier. Sei ehrlich, schon geil. Okay, so. Schauen wir jetzt mal auf den Start. Oha, nee, wir brauchen noch ein ganzes Stück. So, schauen wir mal. Marvin Täter so ein bisschen schräg. Warten wir auf die 5 roten Lichter, die jetzt angehen. Der große Preis von Singapur ist eröffnet. Die ersten 3 kommen gut weg. Jorge Lewis muss da direkt verteidigen. Gegen Nass zu Nudel.
Die auch erstmal noch Side by Side fahren jetzt. Und Nudel ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt kann aber der Konter kommen von Reduis. Boah, Nudel verteidigt sich da. Außen jetzt. Keine Songs da. Vorbeizugehen und Reduis dreht sich weg auf den Curb. Und Safety Car. Und ich glaube, das Ding ist jetzt over mit der KWM. Das war jetzt, glaube ich, die Entscheidung. Ich glaube, das Ding ist jetzt over. Also wenn beide Ferraris jetzt einfach durchkommen, ist das Ding over. Hast du eine Sprachausgabe für den Chat an? Ja, habe ich. Gesicht. Stinktier. Gesicht mit Freudentränen. Aber da ist schon mal das erste Safety Car, das ging ziemlich schnell. Und jetzt so muss schon in die Box. Nagellack. Zero. Ruhn muss auch in die Box. Bei den beiden gibt es wahrscheinlich einen Flügelwechsel. Tanzende Frau, tanzende Frau. Oh, gibt's aber nicht mal bei Brunnen Flügelwechsel, sondern nur Reifenwechsel. Okay. Navio hat kurz sein Liga-Rennen zusammengefasst. So. Navio reicht bitte, ja. Mirko und Nieso nochmal in der Box. Okay, jetzt beide auch wieder auf den Harten. Ich kann das alles nicht mehr. Was? Das bin ich end. Bruder Nvio übertreibt nicht so. Hä, wer ist das denn dann mit dem GFL-Account? Junge. Hey Phoenix. Ich bin das. Ach, Phoenix, Digga. Geil. Das sind Nevio immer. Sonst
spawnt er hier immer im Chat mit dem GFL-Account. Jo, du netter Mensch. Ja, hier, guck DM, du Stinktier. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Hab ich du Nagellack? Hab ich du Nagellack? Oh Mann, ich find's geil immer. Gib Antwort bitte, du Schwein. Oha! Jetzt wird's hier frech. So, Marvin gibt jetzt das Tempo vor. Mittelhelle Hautfarbe, Bart. So, jetzt gibt's wieder Gas. Oh. Wurde da ein bisschen verpennt. Aber keine Attacke ich hinten. Ich weiß noch nicht, was ich antworten soll, du Augen. Gibt's eine. Oi, wer dreht sich da den Fass in die Wand? Linux war das. Nur Positives bitte, mein weißer mittelgroßer Stern. Weißer mittelgroßer Stern, was? So, Flo gegen Linux. Boah, da berührt die sich und Linux geht in die Wand. Das war jetzt nicht so schön. Und hinten wird's eng. Und hier so geht wieder Mirko vorbei. Okay. Okay. Weißer, mittelgroßer Stern. Du Nagellackentferner. Ja. Alles klar. So. Marvin 3 fährt schon wieder vorne einfach weg. Hat so einen 1,4 Sekunden Abstand. Okay, 1,5. Hinten. Ne, Vio hat sich gedreht. Linux geht in die Box. Ah. Oh, vorne, dem hier gegen Toxic. Dem hier vorbeigekommen. Und die hier. Ich glaub, du lebst hinter Neumond. Ich meinte meine Feuer. Okay. Oh. Schön. Flo jetzt gegen Jesu. So ein Scheiß. Side by side hier. Oh, kleine Berührung da jetzt. Hoho. Schön. Oh, wer kommt da jetzt noch reingestochen? Hinterm Neumond. Du meinst wohl hinter dem erstes Mondviertel. Wann den Gutmuts. So, vorne, ja, macht Jojo Druck auf Nazu-Nudel.
Bei Alpha Traurig gab den Positionswechsel zwischen Mirko und Kasune. Platz 12, spannendes Duell. Eine dicke Fliege, die in dein Zimmer Kot haute. Oh, was ist da denn jetzt? Nico da? In der Auflaufzone. Oh, Demel gegen Niklas. Ich mag das Spiel nicht, was wir hier machen, Phoenix. Oh, Mirko gegen Flo. Schauen wir jetzt vorne auf Demir gegen Niklas. Jetzt beim Anbremsen. Boah, verbremst sich Demir. Und schiebt sich da in Niklas rein. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Angelo, ich glaub, mein Schwein pfeift. Warum magst du das Spiel nicht, du Bierkrüger? Boah, Venom. Deiner Mordversuch. Verliert da jetzt sogar noch einen Platz an Jesu dadurch. Ja. Selber Gedanke. Oh, Kasune gegen Brun. Das ist sich der Platz. Oh. Ja, aber riech mal meinen Fuß. Helle Hautfarbe. Hier passiert gerade eindeutig zu viel auf der Strecke für einen Kommentator. Toxic jetzt. Oh je. Oh. Sich vor Lachen auf den kleiner Treff von Venom. Oh, vorne. Jojo gegen Nudel. Boah. Schön. Du Polizist in dunkler Hautfarbe. Da wird kurz eng. Aber geht alles gut da vorne. Schöner Fight gewesen. Du Astronaut. Von hinten könnte Demir noch ein bisschen Druck machen auf Jojo. Weil nach zu null bremst den da gerade ein bisschen aus. Demir kommt und kommt. Demir vorne bald dran. Ja. So, drei und Revio. Demir kommt. Demir kommt. Homo. Full Homo. Brun kommt. Ja, Brun vorbei am Flo. Auf jeden Fall Homo. Ich geb dir drei Emojis und du musst einen Satz machen, Wildschwein, ein Oh mein Gott. Glocke. Thank you.
Merck, Ferrari, Red Bull. Merck, spannend. Ferrari, Red Bull. Okay. Ach so, ja. Ja. Leon, das ist ein spannender Kampf da vorne. Ist auch fair bisher. Wann kommt Demir? Demir braucht noch ein bisschen. Letztens ist ein Wildschwein in meinen Einkaufswagen gesprungen, als die Kirchglocke bimmelte. Oha. Oha, mega geil. Hat der Wildschwein auch gekauft dann? So, Attacke von Jojo. Boah. Geht der Peile mal kurz von der Strecke runter. Ah, kommt Jojo da jetzt vielleicht doch mal vorbei? Kleine Berührung, aber geht fair. Schöner Fight. Mein Wildschwein war gratis. Musste nur Steuern zahlen an Flagge, Pakistan. Digga. Digga. Okay. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Oh, hinten, Nevio. Und nochmal mit dem Heck in die Wand, kein Problem. Ich kenne einen lustigen Bahnwitz, weiß aber nicht, ob der ankommt. Ja. Ja. Das mit Video ist langsam nicht mehr lustig. Er ist halt Kaka. Ja, also bei Nevio braucht man auch nichts mehr zu sagen, außer Nevio. Der FDK, warum? Warum? Warum gibt's denn jetzt einen Safety Car? Wenn Marvin jetzt Jojo wäre, wäre das krass für den WM-Kampf-Einkaufswagen. Ja. Digga, wie viel Päckli? Digga. Was ost das denn genau hinter Marvin? Als ich den Stinktier anrief, um nach einem Keks zu fragen, war ich überrascht, als er tatsächlich ans Telefonhörer ging. Digga. Digga, ist das bitter jetzt für Marvin? Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Das ist F. Also für Marvin und Nachtzunudel.
Angelo. Nutze folgende Emojis: Schwein, Bikini, Saxophon. Fett. Ich hoffe auf Regen. Ja, wir können die Reifen nochmal anmachen. Okay. Oh, Marvin bleibt sogar draußen, okay. Dazu nur der fährt rein. Interessant. Ich bin gerade am Überlegen zu verstehen, was die da eventuell vorhaben bei Ferrari. Hätte eine Idee, aber ist halt risky. Vio ist gekostet, oder? Ja, der müsste gleich eingeboostet sein. Wenn alles richtig eingestellt ist. Meine ich zumindest. Nico holt sich 3 Sekunden, okay, und dann zur FDK. Weiß ich jetzt nicht, ob das sein muss. Vio auf P2. Macher. Ja, genau, Nebio auf 2. Warte, mach mal kurz die Tabelle weg, so. Jetzt kann man das auch glauben. Warte, oben rechts auch noch. Ah. Jetzt fängt an zu regnen. Nebio gibt auf. Ja, okay, da war's auch mit seinem Podium sonst. Ja, es regnet jetzt. Oh, sind die alle wirklich schon auf Medi-Inters gegangen? Ja, sind die. Ah gut, haben eh nichts zu verlieren, also. Wobei nachts zu Nudel. Deshalb ist Marvin draußen geblieben. Ja, deshalb ist Marvin draußen geblieben. Jofa, Alter. Ja, Nevio fährt ja schon nicht mehr. Der hat aufgegeben. Was? Ich mach da gar nichts. Angelo, wie lange brauchst du eigentlich für deinen Satz? Stimmt.
Es gehen die auch alle rein. Das Schwein legte sich gemütlich in seinem Bikini auf der Wiese und spielte entspannt auf seiner Saxophon. Mann. Stefan Fosse Wien. Stimmt, Stefan führt das Rennen jetzt an. Also alle, die gerade in die Box gegangen sind, so früh. Ah ja, stimmt, Safety Car ist schon beendet. Ups, gar nicht mitbekommen. Oh, Nudel. Mit dem Wilden trifft. Was hinten erst passiert? Was machen die hier? Das war. What the fuck? Was ist hier jetzt passiert? Okay. Schaden. Ich sehe zumindest keinen Schaden bei Marvin. Oh, Katsun. Schade. Oh, Mirko. Also Alpha Tauri hatte irgendwelche. Phoenix Krone Fotoapparat Orange Utan. Irgendwelche schlechten Einstellungen für den Regen auf jeden Fall. Mirko Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen, Gesicht mit Freudentränen. Mirko, Mirko. So. Also ich sehe zumindest keinen Schaden bei Marvin. Hat dem hier Regenreifen? Die haben alle Regenreifen, alle Inters. Ja, dem hier hat Regenreifen. Und warum ist Marvin dann zu weit hinten? Ich weiß nicht, warum Marvin so weit nach hinten gefallen ist. Deutschland. Aber Marvin wird das eh wieder aufholen. Angelo richtete sich seine Krone, doch der Orangutan namens Nvio konnte vorher mit seiner Fotoapparat ein Bild von seiner Glatze machen. Der hat sich an der Boxeneinfahrt gedreht. Oha, wieso Affe? Jetzt ich. Okay. Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen, 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 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Du okay. Schau. Warum nicht Kamera heulendes Gesicht? Wie Kamera? Einfach Fotoapparat. Nico ging zu seiner Ex namens Diva aber in FIFA. Und war am Verlieren also ein. Demir gegen Marvin. Ja.
Was ist das hier im Chat? Das ist gerade eher Damien gegen Toxic. Und Marvin kommt da jetzt auch noch dazu. Okay, riskanter Move von Damien. Verliert er direkt die Position erst an Marvin? Fuß, helle Hautfarbe, Bilder für Phoenix. Bilder für Phoenix. Egal. Lass mal kurz ruhig sein, solange Demir und Marvin beieinander sind. Schreibt Nvio wieder mit GFRLAEC. Ah, ich glaube. Oh, Natsuno da an Hizu vorbei. Und Kazuna in der Wand und Safety Car. Ja. Ich glaube, das dauert hier noch ein bisschen, das Katsuna. Rennen. Nein. Ja, immer so. Shadow ist froh drüber. Ne Shadow hier. Beide hier. Ja, die sind gerade beide hier, Zeto und Nevio. Du Orangutan. Stinkt hier. Digga. War aber Q3. Ja, immerhin. Katsune, lass nachholen. Ich breche weg. War im Trockenen echt gut, aber Regen NT einmal angefasst. Okay, Mirko 5 Sekunden in der Boxeneinfahrt. Was das denn 3SC? Wer hatte nochmal gesagt, wir werden 4... Anze, du warst das, oder? 4 Safety Cars haben. Und 3 haben wir schon, leider. Hab 4 gesagt. Jetsu geht an der Box. Linux auch. Wir bleiben auch alle draußen. Na gut, die vorne verlieren keine Plätze dadurch. Cheer 1, 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 Cheer 1. Katsune du Goat. Als Wiedergutmachung Gesicht mit Freudentränen. Danke, Katsune. Reifen sind alle ja, auf Inters, alle 4-5 Runden bin alt. Auf frischen Inter. Ja, und Leso und Linux sind halt auf frischen. Flo hat schon 6 Sekunden, okay. Mirko hat schon 8. Ist Ferrari Konstrukteursmeister? Ich glaube, die sind Konstrukteursmeister, wenn die beide Autos echt, glaube ich, nur ins Ziel bringen. Glaube ich. Weiß ich aber gerade nicht. Also, wenn die Punkte ins Ziel bringen. Die Chance ist auf jeden Fall sehr hoch momentan. Nein. Noch können ja beide rausfliegen und dem hier 12 Punkte holen. Ja. Aber die Chance ist halt dennoch hoch, dass die das schaffen.
Hey, Mirko hat jetzt auch in der Box aufgegeben. Wir brauchen eine Wette, ey. Nein. Nein. Nein, Ferrari muss 12 Punkte holen, und egal was die anderen machen, SAI sind KWM-Sieger. Doch du Stinktier. Lol. Hab nicht genau gelesen. Nur 12 Punkte Gesicht mit offenem Mund. Wildschwein. Ermahnendes Gesicht. Danke. Wildschwein, Orang-Utan, Fotoapparat, Krone, Schwein, Einkaufswagen, Flagge, Pakistan, Bikini, erstes Mondviertel, Sektgläser, Neumond, Leopard. So, schauen wir jetzt mal den Restart an von Nacht zur Nudel. Wildschwein greift Hase an. Wildschwein greift Hase an. Mal schauen, wird ein spannender. Hase wird vom Auto angefahren. Spannender Kampf hier vorne. Und Nudel gibt Gas, wohl hat ein bisschen verpennt und. Boah! Kommt da auf jeden Fall so ein direkt Quersteher und Probleme. Mit den Handling. Wenn jetzt wieder ein Hasengesicht-Auto-Witz kommt, knallt es. Was ist mit dem hier und Marvin passiert? Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Oh, hier so gehen Flo. Schön, gehen da beide durch. Und hier so jetzt mit der Attacke. Und Flo dreht sich da weg. Oh, hinten. Dem hier. Und Schloss mit Schlüsselauto. So, hinten jetzt. Dem hier Venom. Flo hat aufgegeben. Auto aufgebraucht. Sieht so aus, als hätte er auf der Strecke einfach aufgegeben. Okay. Nur noch 10 Fahrer, ey. Ich kann nicht mehr. Sicherheitsweste Auto. Aufgebrochen. Aufgebrochen. Oh, Marvin. Mit einem kleinen Trifter. Und Gas und Jesu fahren. Gas und Jesu. Jesu und Nasse, nur die fahren da gerade vorne ein bisschen weg von Jojo. Diese Klimakleber. Oh nein. Aber eine epische Ansage für Ferrari machen gleich.
Eine Episse, ja, safe. Safe, safe. So. Ah, kommt jetzt die Attacke von Jesu auf Natsunudel. Boah. Da wird sich kein Zentimeter so viel Platz gelassen. Und Marvin jetzt schon wieder direkt ran an Jojo. Ah, fast dran. Angelo, du bist dran. Fußball, Wasserpistole, Fahrräder verboten. Und Toxic geht in die Box. Ja, bitte sagen und Ferrari wird Back-to-Back-Konstrukteursmeister. Back-to-Back-Konstrukteursmeister, alles klar. Jesu ist jetzt endlich vorbei, ja, Natsunudel. Aber Jojo und Marvin drücken auch noch von hinten. 2-1 wurde es entgesagt. Und es war so. Oder was Oh. Jan Krakek und Don besagt, letzte Saison geschafft hatten, wiederholen Marvin und Jojo in dieser. Auf jeden Fall hier jetzt erstmal die Attacke. Boah, da wird's eng zwischen denen. Boah. Alter. Das hat gerade mehr was mit Autoscooter zu tun Danach gehabt als habe ich alles es andere. gesagt. Du komisches Wildschwein, Rio. Ja, bei dir. Aber in L2. End. Du bist gut. Marvin jetzt am Jojo vorbei, Niklas geht auch mal am Jojo vorbei. Ah, Jojo hat einen Flügelschaden. Die nichts auf, Du ja, machst die du bis schieben sich meine da mal ein Eltern bisschen nicht, an. sonst komm ich mit meinem Fußball und spritz dich mit meiner Wasserpistole in der Fahrräder verboten ab. Okay. Und Safety Car. Digga, da ist doch irgendwie buggy. Da war doch dieses Mal wieder kein Autostande da. Welche Strecke wird als Hä? nächstes gefahren? Bin ja für Angelo in L2. Warum nicht Fahrradverbotszone? Weiße Linie an der Boxenausfahrt überfahren. Okay. Okay, was haben die da gemacht? Edgasser unterstriche Juso, was tust du, hattest Lied. Hört jetzt wieder auf zu regnen, by the way. Check mal die Reifen. Aber nicht mit so ein Gritbro enttäuschtes Gesicht. Ja, Reifen, ich denke mal, dass die gleich noch alle wieder auf Trockenreifen gehen werden. Ja, Rezu und Jojo und so weiter, die sind schon auf Trockenreifen gegangen. Brun holt sich eine Durchfahrtsstrafe, okay. Ja, stark. Sehr enttäuschtes Gesicht. Stefan Smart. Ja. Boah, 6 Stops hat der schon. Alter. Stefan Forsewin. Stefan hat jetzt auf jeden Fall gute Chancen. Super ultra enttäuschtes Gesicht. Jetzt sind die auf Welche jeden Fall Strecke wird als nächstes gefahren? alle
Alle drin. Als nächstes wird Las Vegas gefahren. Das ist dann die Las Vegas. letzte Strecke. Vegas. Okay, So. die kann ich leider NT, schaue dann das Finale zu. Ah, die Suche kommt hinter Niklas raus. Schade. Hat Für Niklas mich eigentlich Fragezeichen, kein. helle Hautfarbe, Pizzapaket. Hat Niklas eigentlich kein Software gehabt oder warum hat er auch Medium? Wahrscheinlich. SC hat alles zerstört. Ja, Safety Car hat jetzt ein bisschen was für Manze kaputt gemacht. So, damit haben wir auch vier Safety Cars, by the way. Dann hat der Anselot einfach ein Recht mit seiner Prediction. Und da wird noch eine Runde länger fahren. Natürlich, du Stinktier. Die FIA benimmt sich wie eine Richterin, helle Hautfarbe und versendet Pizza in einem Paket zu Angelo. Okay. Interesting, was die FIA macht. Immer her damit. Wir sollten schon mal abmachen, dass wir in der letzten Runde hier nichts schreiben. Nicht, dass das unverwertbar wird mit der WM von Ferrari. Okay, Chef. Mach die Stimme am besten aus. Das Family kann das ja schnell ausmachen. Wir sollten auch abmachen, dass Angelo in L2 fährt. Für immer. Ja, ich werde die gleich eben ausmachen nach dem Restart. Das geht ja ganz schnell. So. Ja, Nudel gibt's wieder Gas. Und Marvin 3. Boah, hinten der Mercedes geht weit.
Marvin direkt mit einer Attacke. Ah, doch nicht. Zieht nochmal zurück. Runden nochmal in der Box, okay. Jetzt kommt die Attacke von Marvin. Und geht da jetzt. Boah, wird da jetzt angeschoben von. Und Marvin erstmal wieder ganz hinten. Oh, was machen die da? Unglaublich. Digga. Woche für Woche derselbe Scheiß. Und Digga. An der Stelle wird auch der L3-Chat schon mal gestummt. Oh, ja, da hauen die sich jetzt gegenseitig raus. So. Digga. So, Toxic, 3 Sekunden. Nochmal sich geholt. Und dem hier jetzt. Oh. Und dem hier wird ja jetzt gedreht. Dem hier jetzt wieder. Oh, ganz hinten. Digga. Was? Digga. Wow. So. Marvin 3 jetzt wieder auf der 4. Und Niklas führt beide Welt das Rennen an. Was geht da eigentlich ab? Digga, what the fuck? Ey, Junge. Digga. Hinten, dem wir gehen toxisch, okay. Oh, Digga. Nudel hat er jetzt nochmal in der Box aufgegeben. Naja, also es ist wohl zu... Eigentlich kannst du das und schon wieder gar nichts mehr zu sagen, was hier passiert. Marvin kommt einfach nicht an Venom vorbei gerade. Also, ja. Digga. Will Marvin eigentlich nicht vorbei oder kommt er wirklich auch nicht vorbei? Also, schon interessant.
Jojo holt sich jetzt nochmal 3 Sekunden. Gut, ist eigentlich eh egal. Hinter ihm ist Lenix mit 5 Sekunden. So. Einer wird noch DNF gehen. Digga, also Niklas führt gerade das Rennen an. In Singapur. Digga, also es ist. Wird das eigentlich momentan reichen? Warte mal, wie viele Punkte bekommst du für 4 und 5? Ja, Niklas bekommt sowas von seine PS5, wenn er jetzt gewinnt. Also der bekommt die sowas von, Digga. Muss gerade rechnen, wird er für Ferrari reichen? Und wer Brun ist das? Okay, das reicht ja. Ja. Digga, also. Versucht Brunner jetzt noch gleichzeitig mit Niklas über ein Ziel zu fahren oder was probiert er da aus? Also wenn das weiter so geht. Na, ich glaube, Marvin probiert da jetzt auch nichts mehr aus. Ich glaube, der fährt da jetzt einfach nur noch hinter Venom ein bisschen herum. Tja. So, letzten Meter gewinnen. Und dann Snippes Niklas. Der heute hier sein erstes Rennen gewinnen kann. Und auch tun wird. Glückwunsch an Snipes Niklas für den Sieg. So. Und da sind die Ferraris jetzt auch beide durch. Und Glückwunsch an Ferrari an die KWM. Back to back. Verteidigen den Titel. Jojo und Marvin 3 machen da weiter. Wo I'm cracked und Don't Be Sad aufgehört haben letzte Saison. Fast ein Rennen. So. Ich lade ihn mal auch ganz schnell eben in die Party ein. So, wo ist Niklas? Wo ist... Okay, ich such die mal eben. Okay, warte mal kurz. Ah. Digga, wie viele Reifen schon wieder? WTF. So.
Hoffentlich kommen die anderen beiden auch noch eben. So, Venom ist auch schon da. Moin. Moin. Moin, moin. Moin, Ja, Venom. dann können wir mit dir direkt auch anfangen. Erzähl mal, wie war das Rennen für dich? Komisch, um ehrlich zu sein. Nicht gedacht, so weit nach vorne zu kommen. Ja, aber ich dachte, nach dem Regen wäre Schluss gewesen, aber sonst war es eigentlich ein ganz solides Rennen. Eine Dreher hätten es sein müssen, oder Querstörer, sonst war es alles solide. Ja, ja, es war ja sehr wild, dass du jetzt noch auf P3 gekommen bist, da vorne. Ja. Was denkst du, so, geht da nächste Woche auch wieder was? Was ist nächste Eventuell? Woche Vegas? Las Vegas? Ich glaube sehr weniger. Das ist nur meine Strecke. Okay. Ich hatte jetzt viel Glück dadurch, dass sich das Ding ja gedreht wurde und sowas. Ja. Ich glaube, sonst hätte ich das nicht durchgehalten. Und dass Marvin nicht wirklich schnell war, dann am Ende hin und gleich wie er es die ganze Zeit hatte wie ich. Also war das ganz okay. Ja, gut. Ja, also so nimmt man halt dann mit, so ein kleines Chaos. Ja, dann weiß ja nicht, ob sie zu noch kommt. Gehen wir dann weiter zu dem Rennsieger, Schneipes Niklas. Dein erster Rennsieg durch uns. Vielen Dank. Erzähl mal, Haas auf die Eins. Ja. Also, Qualifying war ganz gut. War ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich sonst das nicht so schnell in Erinnerung hatte, was ich da gemacht habe, aber war eigentlich okay. Ja, Rennen, soliden Start gehabt auf P4. Dann, es kam ja, glaube ich, Safety Car. Ja, dann das zweite Safety Car. War ein bisschen Pech für mich, weil alle, die hinten halt alle für Inters boxen konnten. Ich glaube, Venom du nicht, aber Natschnudel. Ja, das dritte Safety Car waren halt wieder geil, weil wir alle rankamen. Und nach dem vierten Safety Car, ja, haben sich halt vor mir Marvin und Natschnudel weggehauen. Und dann waren wir halt, war ich halt durch und einfach nur ins Ziel bringen dann und sind wir, wo wir sind. Ja, ja, waren ja ein paar gute Ansätze drin in dieser Saison und dann hast du es doch endlich auch mal gereicht für den Sieg. Ist auch für die KWM auf jeden Fall sehr, sehr gut da jetzt. Auch noch mal einige Punkte gut gemacht. Bei euch geht's da ja, glaube ich, noch ein bisschen was. Ja, ich glaube, Jesu wird nicht mehr kommen. Gut. Nächste Woche geht es dann weiter in Las Vegas. Da geht es dann um die Titelentscheidung der Fahrer-WM. Aber mal schauen. Ich würde dann sagen, ciao.